Moin Moin und Hallo! Wenn ihr an eurer Apple Watch Ultra euren Apple Watch Code vergessen habt, sprich der Code, den ihr eingeben müsst am Anfang, wenn ihr die Watch zum Beispiel anlegt oder wenn ihr sie neu gestartet habt. Wenn ihr diesen Code vergessen habt, tja, dann könnt ihr die Watch wegschmeißen. Es funktioniert trotzdem. Passt auf. Wir benötigen dafür ein Ladegerät, sprich hier Apple Watch Ladegerät, sprich Induktiv-Ladeplattform. Okay? Das heißt also, die Apple Watch muss mit Strom versorgt werden. Das heißt, unsere Apple Watch legen wir jetzt, zack, habt ihr gehört, auf das Ladegerät da drauf. Jetzt ist es mit dem Strom verbunden. Nun haben wir an der rechten Seite unserer Apple Watch Ultra einmal die Digital Chrome, also die Krone, die drehbar ist und auch als Taster-Button, als besagte Knöpfli fungiert. Und unten haben wir die Seitentaste, die nur als Taste fungiert. Wir halten unsere Apple Watch jetzt also in der Hand mit dem Ladegerät induktiv angeschlossen. Und nun heißt es, wir benutzen die Seitentaste, bis Ausschalten angezeigt wird. Halten und drücken. So, nun sind wir hier in dem Notfallmenü. Okay, und das wäre demzufolge dann die Möglichkeit, in der wir hinkommen wollen. Denn hier haben wir jetzt Notruf, Notfallpass, Sirene und Ausschalten als Option. Aber diese Option wollen wir nicht, okay? Wir wollen nämlich mehr Optionen. Wir wollen nämlich die alle Inhalte und Einstellungen löschen Option. Und deshalb müssen wir jetzt noch die Digital Chrome drücken. Nicht zusätzlich, sondern zuerst das, dann das. Bis hier hinkommt Einstellungen und Inhalte löschen. Habt ihr gesehen? Ging doch ganz einfach, ne? Das heißt, damit werden dann alle Einstellungen und Inhalte zurückgesetzt. Wirklich fortfahren, alle Mediendaten und Einstellungen werden gelöscht. Dies kann nicht widerrufen werden. Ja, ja. Und nun sind wir schon auf dem Weg zu einer brandneuen, zumindest softwarebasierten Apple Watch Ultra. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben an der Seite haben wir zwei Knöpflis. Als allererstes drücken und halten wir nicht lange die Taste, die Seitentaste, bis die SOS-Funktion etc. und rechts oben der Ausschaltknopf im Screen angezeigt wird. Und dann können wir hier loslassen. Dann gehen wir hin und halten und drücken die Digital Chrome rein, bis uns das Apple-Gerät dann fragt, ob wir das Gerät zurücksetzen wollen. Und jetzt dauert es ein Momentle, bis unsere Apple Watch dann zurückgesetzt worden ist. Und nachdem wir dann die Apple Watch zurückgesetzt haben, können wir die Apple Watch wieder neu einrichten und mit einem neuen Passwort versorgen. Dadurch habt ihr die Apple Watch Code umgangen. Natürlich könnt ihr nicht das anwenden auf irgendeiner Apple Watch von einem anderen. Das könnt ihr nur bei euch machen, weil ihr braucht ja eure Apple ID dafür, okay? Ohne App, also weil die Watch ist jetzt nicht frei für alle. Es ist nur dafür da, wenn es eure Apple Watch ist und ihr habt den Code vergessen. Danach richten wir die Apple Watch erneut ein und wenn wir dazu aufgefordert werden, führen wir dann eine Wiederherstellung aus einem Backup von unserem Server wieder her. Und dann ist unsere Apple Watch wieder zugänglich und wir sind wieder glücklich und zufrieden. Ausgezeichnet, oder? Ne? Wir sind jetzt wieder im Standard-Modi. Das heißt, jetzt holen wir uns ein Smartphone an die Backe, halten das in der Area hin und können die Apple Watch wieder normal einrichten. Mit eurem eigenen Passwort, beziehungsweise mit eurem Apple Watch Code, den ihr euch selber dann vergeben müsst. Ausgezeichnet. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.